Edelsteine. Das Mineralreich ist das älteste Reich der Erde. Die Aufgabe der Steine ist es, Harmonie mit dem Kosmos zu erreichen. Menschen und Steine helfen einander. Alle Steine haben immense Kräfte, nicht nur Edelsteine. Jeder Stein ist ein geistiges Wesen. Wenn im Raum Steine sind, spürt man das. Steine haben, im Gegensatz zu Tieren oder Pflanzen, keine Zerfallserscheinungen. Steine helfen bei der Bewusstwerdung. Ohne Steine gäbe es keine Weiterentwicklung, weshalb es gut ist, auf Berge zu gehen, um zu wandern. Behandlung von Steinen. Steine sollte man achten und nicht etwa mit Füßen treten. Man kann sie beispielsweise um eine geliebte Blume legen. Reinigung von Steinen. Ketten sollte man gründlich in Meersalzwasser reinigen. Dazu gibt man pro Wasserglas einen Teelöffel Meersalz. Ketten mit Gold sollte man in den Kühlschrank legen und am nächsten Morgen abspülen. Man kann Steine aufladen, indem man sie in die Sonne legt, in die Erde eingräbt oder über die Nacht hinauslegt. Mondlicht verstärkt die weiblichen Eigenschaften. Auch Dunkelheit strahlt Kraft aus. Sie kann auch aufladen. Edelsteine von Quarztyp bestehen aus Siliziumdioxid und haben deshalb eine besondere Wirkung auf Menschen, die zu einem Teil auch daraus aufgebaut sind. Rosenquarz kommt in der Natur am häufigsten vor und ist entsprechend preisgünstig. Er ist optimal für Schlafzimmer geeignet. Durchsichtige bis weiße Quarze heißen Bergkristalle. Sie reinigen strittige Räume, die dicke Luft ist bald weg. Sie kommen in der Natur relativ häufig vor und sind für jeden Haushalt zu empfehlen. Die violetten Amethyste steigern spirituelle Kräfte. Gelbe bis hellbraune Quarze heißen Zitrine. Sie wirken besonders auf den Solarplexus, den Magen und den Abdominalbereich.